Willkommen zurück bei Andor. Wir spielen jetzt weiter. Beim zweiten Tag, genau. Und nicht am Anfang. Ja. Der erste Tag lief ja ziemlich beschissen. Wir haben ein Riesenproblem. Wir haben zu viele Monster, die ins Schloss laufen könnten. Nächstes Mal. Deswegen müssen wir uns um dieses Problem kümmern, was uns das Spiel relativ schnell vorbei. Also, wir haben jetzt wirklich 4 Monster, die ins Schloss kommen können. Von den 5, die hier sind. Genau. Nein, es sind 5, die ins Schloss kommen können von den 6 Monstern, die hier sind. Auf jeden Fall viele. Zu viele, ja. Also genau. 2 können wir reinlassen, das ist auch kein Problem, aber wir müssen auf jeden Fall 3 töten. Und ich würde auch ganz ehrlich sagen, ich würde am besten die mit den meisten Belohnungen töten. Ja. Wenn möglich. Korrekt. Deswegen wäre mein erster Zug, ich würde hier über dieses Goldfeld weglaufen, würde mir das Gold nehmen und würde in die Stadt reingehen und dort Stellung beziehen. Da musst du stehen bleiben. Ja. Dann bleibe ich da halt mal stehen, sammle das Gold ein und gehe dann am nächsten Tag eins weiter. Ja, müssen wir gucken, wie das geht, was uns bisher eventuell sogar passieren. Das Gold ist gerade nicht wichtig. Das ist hier wichtig. Können wir nachher noch. Oder? Ja, aber dann müsste ich außen rumlaufen. Warum denn? Nö. Kannst du durch Monster durchlaufen? Kannst du durch Monster durchlaufen? Ach so. Ja, aber dann 2 Stunden hier rüber. Ich weiß, ich brauche so oder so 2 Stunden. Wir fangen dann an. Deswegen sage ich ja. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall alles sammeln und diese Gefahr mal beseitigen. Genau. Ich sammle auf jeden Fall das Gold ein. Das kann ich ja jemandem geben. Ist ja jetzt nicht so, dass ich das brauche. Ja, aber du musst eine Runde länger warten, bis du in die Mitte kommst. Du musst wahrscheinlich jetzt hier, du läufst da rein, ja? Ja. Du läufst hier hin, holst dir das Gold, ja? Ja. Alle anderen machen ihren Zug, gehen da rein und dann müsstest du wahrscheinlich. Es geht vielleicht, wenn du einen Kampf triggerst. Ja, das genau. Kann er dann als nächstes dann schon mal richtig. Gut, dann holen wir das Gold. Also. Dann nimmst du selber. Gib's her. Achso, ich hab die jetzt hier schon gelagert. Ich sammle die hier. Achso, hast du die jetzt rübergenommen oder was? Nein. Wo sind denn die alle hier? Was? Das waren nur 2 bis jetzt. Nein, er hat auch welche genommen. 1, 2, 3, 4. Es müssten 4 sein. Ich habe die vorher hier hingelegt. Die sind nicht mehr da. Ah, die Hexe ist da. Da ist doch 1 bei 5. Ah, fehlt trotzdem 1. Ist doch egal. Was? Ich muss husten. Ja, aber... Du bist dran. Tja, so, ist die genaue Frage. Also, Roman ist jetzt 1 gelaufen und hat erstmal hier eine Stunde dafür gebraucht, Gold auf vom Boden zu heben. Das ist doch gemein, wie man ausgemacht hat, oder, den Tag? Nee, das ist egal. Das ist jetzt, egal. Das ist nun, geht das nur darum, wer beginnt dann. Ich habe schon hingelegt, wie es gespielt wird. Okay, gut. Das war nur die Frage. Das Problem ist nur, dass er in der Burg ist und eigentlich grob nichts tun kann. Er könnte höchstens den Brunnen auszufüllen, aber das bringt relativ wenig. Dir bringt der da oben auch nichts. Du süffelst den hier unten leer und gehst dann hoch, ne? Das ist richtig. Dann musst du dann gleich auch warten. Also einerseits brauche ich das Heilkraut noch, oder brauchen wir das Heilkraut noch? Das kann man noch später noch holen, das ist nicht so das Problem. Genau, andererseits hätten wir hier natürlich auch irgendwelche Monster. Eine Stunde verblödeln ist halt ein bisschen doof, ne? Richtig. Ja, da gebe ich aber auch recht. Aber du könntest eventuell... Nee, das geht auch nicht. Moment, er ist kein Fernkämpfer, er muss ja ins Feld rein. Ja, ja. Genau. Dann muss er auch einfach hier hinlaufen. Ich würde sagen, dass wir stehen besiegen. Ja, ist damit. Dann läufst du aber ins falsche Feld. Ja, ich sehe es nicht, weil das alles vollgestellt. So, hier war es das Problem mit diesem Brunnen. Kann ich den trinken und dann loslaufen oder muss ich dann warten? Warten, glaube ich. Eine freie Handlungsmöglichkeit ist der Brunnen. Achso, wobei ich natürlich, also da ich ja noch hier stehe, lasse ich mal den Trank noch fallen. Ja. Oder musst du das nicht gleichzeitig machen? Warte mal, fallen? Freie Aktionen können gemacht werden, wenn man nicht am Zug ist. Und kosten auch keine Stunde. Und Brunnen austrinken ist eine freie Aktion. Das heißt, ich kann jetzt auch während seinem Zug diesen Brunnen trinken. Dann mach das doch gleich. Dann mach das doch gleich. Genau. 2, 3, 4, 5. Ich lasse den auf jeden Fall mal fallen, weil den brauchen wir in der Stadt. Das ist auch eine freie Aktion. Die kannst du auch durchführen ohne irgendwas. Also, kommt er dann weg? Oder? Nö, lass mal liegen. Dann wissen wir also auf jeden Fall. Nee, gut. Da war was. Oder da ist was. Gut, und dann laufe ich halt hier rüber. Das hat er jetzt allerdings. Eine Stunde gebraucht, bis du aus der Stadt rausgelaufen bist. Ja. Das ist eine sehr große Stadt. Bist du damit fertig? Oder wär's... Du bist 1 gelaufen, ne? Ich bin hier hingelaufen. Gut, genau. Okay, jetzt bin ich dran. Ja, ich muss dann wohl dazukommen, ne? Weil das wäre eigentlich gar nicht so falsch. Wie lange brauche ich denn da hoch? Ich sehe es nicht, Spiegel. 4. 1, 2, 3, 4, 5,
Ja, oder vier. Oder? Man kann doch hier drüber laufen. Eins, zwei, drei, vier, ja. Vier. Dann nehme ich das doch einfach auch. Dürfen da überhaupt so viele in dieses kleine Feld rein? Ja. Puppenkuscheln, ne? Prinz Thorald und der Troll. Also vier. Eins, zwei, drei, vier. So, und jetzt fehlt noch deiner. Ja. Das heißt, eins, zwei, drei. Alle im Feld, so. Eins, zwei, drei. Da bin ich jetzt. Ja, jetzt wird gekämpft. Ich laufe da rein. Eins. Und eins. Und trigger da den Kampf. Nein, kannst du nicht. Es muss du brauchst ich und... Na gut. Das heißt, ich trigger den Kampf. Genau. Gut, das heißt, ich muss würfeln. Genau, du darfst mal müssen und die müssen würfeln. Also der hat 14 und 12. Genau, oder 3 Würfel. Ach, schon wenn sie. Aber ich denke, ja, wenn es Pasch geht, dann wird es eventuell problematisch. Aber wir sind zu viert. Und wir haben Prinz Thorald. Und wir haben Prinz Thorald, es gibt nur 4 Punkte extra. Und wir können vielleicht noch einen Würfel umdrehen, wenn es irgendwie. Also, dann. Wenn es wirklich. Ja. Also, wenn es ein 1 Würfel zu ist, dann hast du auf jeden Fall mit den. Also, 6. Dann. Auf jeden Fall. Ready to rumble. 5. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Also 7 insgesamt. Ja. Das darf ich. Also die 5 zu einer 2 umdrehen, das wäre halt ein bisschen blöd. Was? Was? Ich sag doch 7 insgesamt. Ja. Ja. Mhm. Ich darf, ich hab 4 Würfel. Mhm. Und 6. Hab eine 6. Okay, das heißt, wir haben insgesamt, wobei jetzt 7 plus 6 sind 13 plus 2 sind 15. Und das war rum. Du musst zuerst. Auch eine 6. Oh, okay, das sind die 21 plus 2 sind. Wir sind schon durch, Roman muss gar nicht mitkämpfen. Warum? Macht mit. Ich will aber. Mit einer 1. Dass ich wenigstens auch mal geschossen habe. Wir müssen immer noch 12 abziehen, ne? Mhm. Je mehr wir haben, desto besser. 1 oder 6. 5? Will ich noch weiter würfeln? Wie viel hast du noch? Noch 2. Ich würde es behalten. Wo war ich gerade schon irgendwie bei 4, 23? Also wir haben doch hier unsere Sachen behalten. Also 23 plus 5 sind 28. Plus 2 sind 30. Genau, 30. Plus 4? 34. Mhm. Soll ich? Ja. Also 34. Und er hat 11 insgesamt. Der ist tot. Instant. Wir haben 20 Unterschied circa. Wegen? 6, ach der hat 14, scheiße, Entschuldigung, 14 plus 5 sind 19, das sind insgesamt 11. Ja, mit dem Prinzen sind wir 34, dann sind wir bei 15. Unterschied. 15 Unterschied, dann ist der tot. Dead. Map. Dead. Tot. Dead. Und alle ein Feld weiter. Wir kriegen 6 Gold. Guck mal, du hast dein Schicksal erfüllt. Geh sterben, Sascha. Oh, ich habe das Schicksal für Karte umdrehen. Und wir müssen jetzt das Gold noch aufteilen. 5. Oder D6 halt insgesamt. Punkte. Macht das nicht sinnvoll, Stärke zu kaufen oder irgendwas? Oder wie viel Stärke soll ich denn noch kaufen? Wie viel kannst du bisher kaufen? 6. Also Stärke. Dann hätte ich 8. Wir könnten noch überlegen, ob wir nicht. Also, einen Falken brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja. Mhm. Eventuell, um nachher eben das Highcourt oder falls er es nicht selber macht, zu holen. Außerdem dafür bräuchte ich noch ein Gold. Noch eine blaue Rune. Das zweite ist, ich könnte zum Beispiel mir einen Helm kaufen. Mhm. Weil dann habe ich einen Pasch. Mhm. Möglichkeit. Bei 4 Würfeln ist es. Dafür brauchst du 2. Ich brauche 2 Gold für einen Helm, dann kann ich einen Pasch würfeln und dann zählt der auch als... Ich brauche 1 Gold, damit ich mir einen Falken kaufen kann. Ja. Ja, je nachdem, wer es dann nachher macht, ne? Weil ich nicht weiß, wer nachher darüber rennt. Ja. Ich weiß auch nicht, was der Endboss ist. Wenn es nachher heißt, wir müssen irgendwas Besonderes machen, was wir dann nicht mehr schaffen können, weil wir irgendwie... Ja, müssen wir gucken. Mhm. Naja, wie auch immer. Also, ich habe jetzt das Gold. Also 2 Gold auf jeden Fall für den Helm, würde ich sagen. Ja. Würde ich noch einen nehmen? Dann hast du 2, oder? Habe ich 2 Gold. Du kannst mir was kaufen. Genau, und dann den Rest wahrscheinlich dann... Du brauchst da eher nicht wirklich... Ne? Nicht wirklich. Zum Unterstützen bist du eigentlich recht gut. Mhm. Dann gib... Stärke auf jeden Fall. Geht vor. Komm, damit es hier mal ein bisschen übersichtlicher bei dir aussieht. Okay, warte, dann nehmen wir hier 2, 2, 1, oder? B6
Wir haben ein Monster besiegt, das heißt, der Erzähler wandert ein zweiter und wir kriegen die nächste Karte. Skral 48. Da. Ja. Okay, der ist außer Gefahr, so grob. Ups. Und ein Gold, zwei Gold sogar, auf Feld 50. Das müsste jetzt allerdings hier irgendwo sein. 49? Da, 50 hier. Ah, kann ich meine Würfel nehmen. Finde ich gar nicht so falsch. Das Ding wird eh nicht mehr ins Schloss kommen. Nicht bevor wir fertig sind. 1, 2, 3, 4. Der wird, außerdem wird der sich darum kümmern, dass wir das Ziel erreichen, dass kein Monster mehr im Wald ist. So, jetzt muss man erstmal gucken, wer ist denn überhaupt dran. Er hat angefangen. Du hast angefangen, das heißt, ich bin dran. Ja. Wir müssen weiterkämpfen. Was ist jetzt noch gefährlich? Wir müssen noch zwei Monster töten. Am besten den hier und den hier. Ideal wäre, wenn wir die komplett abhalten, reinzurammeln. Wobei der... Ja, natürlich ist es gut. Aber für die kann man uns aufteilen. Ja. Da muss man nicht alle zu viert kämpfen. Zumal ich von hier ja unterstützend bei dem und bei dem mitwirken kann. Das heißt, wenn du jetzt rausgehst, nimmst einen von denen. Ich würde auch sagen, dass wir erst bei denen hier bekämpfen. Der hinterste, der jetzt gerade ganz am Ende ist, der sollte eine Stunde für den Torwald ausgeben. Ja. Damit der mitzieht. Ja. Ich würde einfach sagen, dass ich mit meinem da reinlaufe. Und ich kann es eh nur noch eine Stunde benutzen. Die Sache ist halt, was machen wir mit den beiden? Die müssen wir halt auch noch bekämpfen, ne? Ja, schon, aber der ist halt stärker. Und da muss man auf jeden Fall zu zweit oder zu dritt sein. Auf jeden Fall. Ja, mit dem Prinz Torwald. Okay, dann würde ich sagen, du läufst jetzt raus, nimmst dir einen von denen. Alleine. Hat doch vorher nicht funktioniert. Ich helfe doch mit. Ja, und wer hilft hier drüben nach der Torwald? Könnte man probieren. Ja. Würde ich meinen, gleich stark sind wir an. Ja gut, dann hilfst du mir da bei dem hier mit Torwald zusammen und ihr zwei macht einen oder beide von denen drüben blöd. Gut, dann sind wir hier. Nochmal Monster. Und Torwald ist ja weg. Aber wir müssen uns halt wirklich um diese Monster kümmern, sonst haben wir so oder so verloren. Ja, das stimmt. Und hoffen, dass hier nichts kommt da vorne wieder. Ja, wie gesagt, also ich würde auch gar nicht jetzt gucken, dass wir alle töten. Ich will einfach nur gucken, dass wir die Gefahr, dass wir das Spiel verlieren, wegkriegen. Ja. Was halt auch geil wäre, wenn wir vielleicht den noch mit dem Torwald zusammen platt kriegen. Ja, aber der ist jetzt noch außer Gefahr. Der hat zwei ganze Tage, bis er überhaupt reinkommt. Wenn Torwald ist, dann weg. Ne? Ja, ist er dann halt. Aber der macht halt nur 4 Punkte. Das war jetzt auch nicht so groß. Na gut. Phil ist ja noch nicht der Überzwerg. Also du läufst da jetzt rein. Quatsch. Wo läufst du jetzt hin? Dahin. Also 1, 2. Okay, ja. Also auch nur einen Kampf noch. Ja. Eine Stunde ohne Verlust. So. Roman? Ja, ich greife den an. Also okay. Dann kämpft jetzt zweit. Werden wir ja wohin kriegen. Ja, diesmal solltet ihr es schaffen. So, ich beginne ja. Nö. Nope. Oh joa. Ja. 8. Not so bad. 5. 8 und 7 sind 15. Okay. Ja. Leider kein Paschalöser, alles gut. 7. Also ist er tot. 7, 11, ja. So, heißt. 2 Gold. Wer kriegt's? Nimmst du, oder? Okay. Dann kannst du ja nachher immer noch aufteilen, falls es doof ist. Ja, nächste Runde läuft. Erzähl läuft wieder ein Feld weiter. Was kommt jetzt? Ja, irgendwas Spannendes. Gore auf 50, also was Schwaches. Und der schweigt genug weg. Hier. Oh, den müssen wir auch töten. Wartrag auf 51. Oh, 51? Der läuft doppelt, ne? Ja. Okay, jetzt wird's doch lustig da oben. Wir müssen uns gucken, dass wir nicht zu viel töten, weil der Erzähler immer weiterläuft, ne? Ja. Ja, gut. Okay, also wir müssen auf jeden Fall... Hast du schon gezogen? Ja, habe ich schon gemacht. Ja. Wir müssen zwei noch töten, die anderen zwei sind Bursch. Die würde ich leihen lassen. Ich würde aber sagen, dass wir die zwei töten. Oder zumindest den und den. Ich glaube, das ist sinnvoller.
und den einfach in Ruhe lassen, weil der braucht noch zwei ganze Sonnenuntergänge, um überhaupt reinzulaufen. Die Sache ist halt die, du weißt nicht, was dann noch an Plättchen kommt. Dumm wäre, wenn dann irgendwann nochmal ein Troll ja, auf irgendwo musst du Risiko eingehen. Kommt, ne? Wenn wir jetzt ja, alle ja, töten, was, dann sind es 1, 2, 3, sind wir schon hier und wir müssen auf jeden Fall hier noch was machen, ne? Ja. Viel haben wir da nicht. Ja, ja. Und wir müssen immer noch die Karte, die letzte, noch lösen. Naja, wer ist dran? Ich habe da gerade getriggert, also... Dann musst du jetzt wohl den Kampf dann erstmal den Toral bewegen. Genau, erstmal den Toral bewegen. Toral bewegen, in das Feld rein. Du musst auch reinlaufen. Genau. Und dann bist du fertig. Und dann kannst du den Kampf triggern, ja. Ja. Dann trigger ich den Kampf. Das wird lustig. 6-6 gegen... Ja, also fange ich doch mal an. Oh, eine 6. Eine 6. Also 8 schon mal. Eine 3. Dreh um. Dann hast du 4. Ja. Dann haben wir 6 plus, was hatte ich gehabt? 8? Ja, 14. 14. Gegen was? Gegen 6. Gegen 12. Okay, 2 Schaden. Hat er 2. Da muss ich jetzt Überstunden machen, weil sonst schaffen wir es nicht mehr. 2 Schaden. Eine Überstunde für mich, ich ziehe mal 2 ab. Und für dich ist es keine Überstunde. Wo ist mein Würfel da? Ihr habt doch plus 4 wegen Dinge, oder? Ja, wir haben plus 4. Dann hätte er 0, dann hätte er tot. Dann brauche ich gar keine Überstunde. Ja, fällt mir jemand so, hallo, ja. Doch, doch, was machen wir denn hier? Ja. Okay, jetzt ist deins weiter, den Erzähler. So, Prinz Thorald geht, weg. Genau. Ist ja klar. Oh, ich habe jetzt geholfen, zwei Monster zu besiegen. Ich reite davon und verlasse das Wald. Der Troll auf der höchsten Feldzahl zwischen 1 und 50 bewegt sich jetzt ein Feld entlang des Pfeils. Also der hier? Ja. Der höchste Troll zwischen 1 und 50. Ja, okay. Das ist der einzigste. Ja. wir haben jetzt übrigens eins besiegt. Wir dürfen noch Belohnung aufteilen. Das waren ganze 4 Gold dürfen wir uns unter uns beiden aufteilen. Oh, wie toll. Also da ich jetzt da einen Helm kriege, ist mir das... Dann teilt es normal. Zwar. Oder du holst dir normal. So. Nee, bringt dir auch nichts. Bringt wieder was. Ja. Nö, bei beiden nicht. Oder nimm... Kann man auch Gold und Willenspunkt machen? Na, 50-50. Genau. Oder so. Gut, dann beende ich meinen Tag. Du hattest mitgeholfen, oder? Musst du dann auch was vorsetzen? Ich habe schon alles gemacht. Schon. Gut, dann. Willst du nicht lieber dahin, dass du schon mal in die Richtung läufst? Dann muss ich eine Überstunde machen. Und dann habe ich nur noch einen Würfel. Macht keinen Sinn. Okay. Nö. Gut, wie viel habe ich noch? Ich habe noch ein bisschen was. Du hast noch 3. Einer muss noch sterben, auf jeden Fall. Wie gesagt, einer muss noch sterben. Der ist jetzt auch einen Tag näher gerückt. Ja, aber einer muss noch sterben, damit wir nicht verlieren. Aha. Warte mal, der hat... Ach, allein ist auch doof, ne? Ich komme maximal auf 8. Nee. Gut, also allein greife ich den nicht an. Allein greifst du den nicht an. Soll ich dann einfach warten, bis einer von euch dann da hochgekommen ist? Ja. Ja? Du musst wahrscheinlich jetzt einfach nur eine Stunde einfach Pause machen. Was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Ein Brunnen austrinken bringt auch nichts. Du brauchst 2 Stunden dadurch, dann machst du wieder Pause. Ja, dann mache ich Pause. Okay. Dann bist du dran? Hast du auch noch eine Stunde? Er ist noch dran. Ich bin auch. Achso, stimmt. Du kannst halt da hochlaufen und dann den mit angreifen. Soll ich das machen? Gut. Kann ich machen. 1, 2, 3. Das geht nicht. Doch, geht schon. Er kann Überstunden machen, ohne dass es Willenskraft was ausmacht. Stimmt, auch wieder. Echt? Ja. Ist das die Sonderdingsbums? Nein, aber nein, er hat immer nur einen Würfel. Ich habe so. Einen, das ist kein Unterschied. Stimmt. Richtig. Ja. Solange ich nicht ganz auf den Fall. Ja, gut. dann ich. Würde eventuell noch, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen eine Heilkraut noch holen. Ja, geh doch schon mal da in die Richtung, abliefern. Dann kannst du den Helm kaufen. Das wäre auch eine Idee. Das du hast jetzt noch einen Schritt, eins. Geh mal auf das, warte, ist es sinnvoll hier? Ja, ist egal. Ist egal. Ist egal, ja. Also, eine Stunde. Achso, Roman. So, ich trigger den Kampf und greif den an. Mhm. Greif zusammen an. Das heißt, eine Überstunde für ihn. Du kriegst 2 Schaden. Mhm. Kannst du nicht dann dieses Umdrehdings machen? Ja, das ja aber vielleicht würfelt er schlecht. 4.
Ich habe noch zwei. Das zählt nicht. Aber das ist eine 6. Das zählt nicht. Das zählt nicht, aber es ist eine 6. Aber warte, okay. 3. Zur Not kann ich auch noch umdrehen. Ja. Zur Not kann ich auch noch umdrehen, das stimmt. Dreh umgedreht. Okay, also einen haben wir schon umgedreht. Okay, und eine 4. Es hat 10 und 14 habt ihr. Dann 14. Kommt jetzt das Monster. Das hat, was ist das? Das ist ein kleines, okay. Ja. Also es darf nur kein Pasch werfen, dann ist alles gut. 2 plus 4, ja, ja, ist tot. Ist tot. Kriegt ihr 2 Gold. Oder 2 Willenspunkte, dass du wieder auf dem Stand von vorher bist. Könnt ihr auch machen. Oder wir teilen, komm. Du kriegst einen Willenspunkt und ich krieg einen Willenspunkt. Okay. Da habe ich so einen kleinen Puffer, dass ich nicht auf 3 Würfel runterrutsche. Ich würde es ihm geben. Beide. Warum? Weil er der Puffer ist, der alles ausgeben kann. Bei dir bringt es gar nichts gerade. Du brauchst schon mehr, um überhaupt was eine Auswirkung zu haben. Ja, aber sobald ich einen verliere, dann habe ich nur noch 3 Würfel. Ja, gut, nimmst halt. Ja, nimmst halt. Ja, passt schon. Gut. So. Der ist weg. Erzähle eins weiter. Ja, passiert erstmal nichts. Gut. Ah, nee, der kommt dran. Genau, wer ist jetzt dran? Ich bin dran, ne? Nee, wer hat getriggert? Roman. Dann bist du noch dran, aber du würdest sagen, du beendest den Tag. Oder willst du noch? Würde ich auch sagen, ich krieg mich schlafen. Ja. Ups. Okay. Ich auch. Ich kann auch eine Sache machen. Der läuft ja dann als nächstes dahin. Stun ihn! Soll ich dann einfach da warten? Wir kämpfen den nicht. Wir lassen beide reinlaufen. Das heißt, ich kann dann schon mal... Warum steht der eigentlich jetzt hier? Der war doch hier, oder nicht? Nee, der war bei 21. Ach so, dann haben wir ja noch genug Zeit. Er stand vorhin auf dem Pfeil aus Versehen. Ah, dann haben wir noch... wusste ich jetzt gar nicht. Okay. Deswegen würde ich mal sagen... Soll ich schon mal in die Richtung der Gruppe laufen, runterwärts? Genau, würde ich auch sagen, dass wir jetzt das Schloss in Ruhe lassen. Einer muss auf jeden Fall hier bleiben, um vielleicht nachher mit dem Falken das Kraut zu kriegen. Mhm. Wird vielleicht langweilig sein für den, denke ich mal. Hm. Ja, er muss es abgeben, auf jeden Fall. Dann musst du wohl da bleiben, auch wenn es langweilig abgeben, ist. Ne? Ja. Dann gehe ich mal dahin, weil dann laufe ich dann nämlich hier unten über das Ding und kaufe mir den Falken. Er kann ja. Machst du das jetzt noch? Machst du das jetzt noch oder wie? Nee, jetzt nicht. Aber dann, dass okay. Das mein Ziel ist, dass ich dann hier so, so laufe und das Heilkraut da drüben hole. Dann ist Romans Tag auch beendet damit, ja, oder? Genau. Und bei Philipp würde ich sagen, dass du dir langsam mal mit dem Gold die ganzen Stärkepunkte kaufst. Ja, eigentlich wäre es doch eigentlich viel sinnvoller, wenn er da runterläuft und den Falken holt und dann weil er das gleichzeitig das beides machen kann. Ja. Finde ich jetzt. Ja, ich kann beides gleichzeitig da kaufen. Für 2 Gold den Falken und ist ja auch ein normaler. Ja. Wäre theoretisch sinnvoll. Dann sparst du Zeit. Ja, aber was soll ich dann jetzt mit? Wir laufen jetzt allesamt Richtung Wald. Genau, das heißt, passt ja schon mal. Weil wir müssen ja auch gucken, dass wir sein Ziel noch erreichen. Und sein Ziel erreichen, das ist der da hier, gell? Ja, oder soll ich? Haben wir den vorhin eigentlich gezogen? Ja, den haben wir. Ja, der hat bei 60 angefangen, passt. Ja, soll ich dann nicht vielleicht hier lang laufen, dass ich das Plättchen mit aufdecke? Dass ich hier lang laufe und die Dinger mitnehme? Warte, ich muss das gucken. Der, also den Stärke-Dinger, den wollte ich mitnehmen. Der wird fies. Das ist nicht gut. Der wird echt gemein, weil der springt. Also der läuft auf jeden Fall nachher dahin. Und da der zweimal laufen kann. Ja, ist der. Zack, kann ich. Nächstes Feld. Ja, viel lustiger ist. Und der läuft dann das nächste Mal auch wieder. Viel lustiger ist, da ist noch einer. Ja, viel lustiger ist, dass der erstmal den überspringt. Dann springt der den hier und dann springt der. Nee. Oh Gott. Warte mal, was war jetzt wo? Der war da. Und der ist hier. So. So, und es beginnt. Der läuft. Der hier beginnt. Nein, der beginnt. Nein, der beginnt. Nein, das ist ja klar. Das ist ein kleiner, okay, ja. Also läuft der dahin. So, der überspringt den. Ne, Moment. Läuft der zwei auf einmal? Oder läuft der nicht zweimal hintereinander? Er läuft zweimal. Aber dazwischen kommt noch der Fette. Aber da kein Fetter hier ist, ach so, ist der jetzt gut. Das heißt, der läuft dann dahin, genau. Ja, und dann ist der das nächste Mal am Schloss. Richtig. Deswegen sollte der sterben. Die also, der ist jetzt am Schloss. Der ist jetzt noch nicht im Schloss, aber der ist am Schloss, wenn er jetzt läuft. Ja, tut er tut er jetzt auch. Aber wir machen das gleich alles in der richtigen Reihenfolge. Der hier muss noch sterben, bevor wir losgehen. Genau. Also gehe ich da hin. Achso. Das bringt eigentlich, ist eigentlich egal, was ich mache. Scheißegal, wo du stehst. Ich habe mal wieder den Arschloch-Job, ja. Nichts zu tun.
nur den da hinten platt machen müssen, aber sonst weder was holen, noch was bringen, noch was transportieren. Ja, und außen kommt noch was, ich hoffe nicht im Wald. Naja, gut, okay. Also laufe ich jetzt dahin, weil Phil läuft dann so rum und nimmt halt die Dinger mit. Das Gute ist, dass der nachher vorauszieht. Also der ist schon mal vor dem. Das heißt, er zieht immer zuerst und dann zieht er nach. Das heißt, da wird sich nichts pushen. Ja. So, jetzt erstmal neuer Tagstart. Genau, also neue Karte. Das ist was Gutes, das ist kein Schild drauf. Ein Bruchstück aus einem sehr alten Relief wurde gefunden. Nicht alle Helden hatten Sinn für derlei Kunstwerk. Der Zwerg und der Krieger erhalten sofort je 3 Willenspunkte. Was ist, wenn ich nicht ganz voll kriege? Fängst du bei 0 wieder an. Oh Gott. Okay. Gut. Cool. So. Dann Viecher laufen lassen. Genau, also erst die Kleinen. Fangen wir mal mit den Kleinsten an. Der läuft dorthin. Der läuft dorthin und der läuft dorthin und der da spürt. Zwerg und Krieger erhalten was dafür, weil sie keinen Sinn für Kunst haben. Deswegen Willenskraft. So ein Scheiß! So, kaputt. Jetzt läuft der hier. Genau, jetzt überspringt der den hier auf das Feld. Jetzt läuft dieser Hund einmal. Genau. Ja, einmal der Hund, dann läuft der Fette einmal. Und jetzt der Hund nochmal. Und dann der Hund nochmal. Tag, tag, tag. Genau. Genau. Und jetzt laufe ich. Was kann der Hund denn? Der hat 10 oder 10. Da muss man auf jeden Fall zu 4. 10 Stärke. Und der hat aber nur 7 Punkte. Aber der hat schwarzen Würfel auf jeden Fall. Also, Wattrax haben 2 schwarze Würfel. Und die schwarzen Würfel sind gemein, weil die bis 12 gehen, oder? Ja. Das heißt 24 insgesamt, ne? Also sollten wir da alle hin? Ach nein, nur einer zählt, ja, stimmt. Das wird ja nicht zusammengezählt. Mhm. Gerade falsch. Also hat der 22 vielleicht. Wenn es dumm läuft, ja. Ja. Aber das sollten wir zu viert auf jeden Fall packen. Gut. Aber wer ist jetzt eigentlich dran? Erstmal kommen die Brunnen wieder. Achso, ja. Und dann Erzähler. Tag. So. Oh oh. Ein Wartrag auf Feld 67. Oh, wo ist denn das? Da hinten. Oh. Ja. Das dauert eine Weile. Ja. So, alles klar. Gut. Also der wird uns erstmal nicht gefährlich. Phil beginnt. Ich beginne. Wir haben jetzt noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wobei der sechste kann einer von den Sternen, der letzte von den Sternchenviechern. Weißt du, und ganz ehrlich. Aber guck mal, wir haben hier ein großes Problem. Erstmal, die zwei landen nach Sonnenuntergang im Schloss. Ja. Mhm. Genauso das gleiche wie alle hier. Weil erstmal läuft das Ding, ist drin. Dann läuft das Ding, ist drin. Ja, aber wir killen den drin. Vorher. Wir müssen hier mehr killen als nur das. Oder? Ja, ja. Der war auf 13. Wir müssen prinzipiell eigentlich alle 4 hier killen. Nein, nur die 3. Das reichen schon. Den großen auch. Den müssen wir. Ja, ich würde dann, wenn überhaupt, dann würde ich natürlich die beste Ausbeute killen. Ja. 3 müssen sterben. 3 müssen sterben. Dann sind wir schon wieder bei 1, 2, 3, dann ist der Tag vorbei. 4. Wenn wir dann nicht unser Ziel erreichen, dann ist kein Wir brauchen die zwei für die. Wir können dann keine anderen töten. Aber da das das letzte Plättchen war, was wir gerade aktiviert haben, kommt da ja auch nichts anderes also, mehr. Halt ja, es sei denn Ereignis, ne? Ja, selten, sehr, sehr selten. Ja, gut. Also, genau, Prinz Horace. Wir müssen es schaffen, in diesem Tage die drei Monster zu töten. Okay. Den lass mal rein, ist scheißegal, den lass mal rein. Der braucht nur 2 Tage bis 3 Tage. Das schafft er nicht mehr, bis das Spiel vorbei ist. Die 3 töten wir. Okay. Phil beginnt. Der kommt jetzt erstmal zu einem Wardrag. Hätte ich jetzt gesagt. Oder sollen wir erst ins Kral? Nämlich da könnte ich noch den Stärkepunkt mitnehmen. Und vielleicht noch das da. Nein, nix. Scheißegal. Mach wir nur das. Also prinzipiell wäre es eigentlich sinnvoll, wenn wir in eine Richtung gehen, weil wir jetzt erst den mittleren töten, dann darüber laufen und dann darüber laufen, dann verbrauchen wir jetzt mehr Zeit, als wenn wir von da anfangen. Ja, und ich kann da auf jeden Fall auch mithelfen. Mhm. Ja, deswegen habe ich gemeint, laufe ich dahin vielleicht, dann habe ich den Stärkepunkt genau. Extra Nummer 3. Macht er. Weil der liegt also da ja noch rum. Für dich. Stärkepunkt für mich. Ja, den kannst du. So, weg. Soll ich? Wollen wir den zu zweit? Oder? Na, der hat 6. Aufpassen. Plus Würfel. 6 und 6 und wir haben
Also 12 kann er maximal haben. Ja, nee, wenn er einen Pasch hat, nicht. Noch mehr. Dann drehe ich Däumchen, oder was? Ihr könnt 6, 12, 14 haben. 16 sogar. Aber Vorsicht. Dann drehe ich Däumchen und spiele ein bisschen mit dem Wartrag. Stöckchen holen und so. Okay, ja. Also dann also pausierst du. Ja. Macht es für mich Sinn, dahin zu laufen oder eher für den nachher dahin zu kommen? Es wäre sinnvoller, wenn du wirklich da reingehst, weil dann kannst. Weil wenn ich laufe dann nachher zu dem hier, dann triggert er den Kampf. Dann ist Roman dran. Dann muss er den Kampf da triggern. Das wäre. Das bringt nichts. Das ist doof. Dann habe ich. Warte ich wieder. Ich kämpfe halt mit und. Ja. Eigentlich wäre es sinnvoll, du hilfst mit. So groben. Aber dann verbrauchst du eine Stunde mehr, gell? Das heißt, nö, 1, 2. Nee, guck mal, 11 ist an 7 dran. Nee. Doch. 1, 2. Der kommt da direkt hin. 1, 2, richtig. 2 ja. Und ich sehe sogar, was hier drunter liegt. Genau. Also dann guck das da vorher an. Das kann ich aber auch passieren. Ja, da eigenes Karte, das wäre scheiße gewesen. So, 2. Gut. 1, 2. Dann muss ich den Kampf. Nein, kann ich gar nicht. Ich muss erstmal hinlaufen. 1, 2. Und dann muss er den Kampf triggern. Okay, gut dann. Gut, eine Stunde für alle. Let's Fetz. Und so. Tja, hätte man jetzt bloß einen Helm, gell? Ich kann dir aber einen umdrehen. Auf. Ja, wir hatten eine 5. Ja. Und wir hätten 8. Ja, würde ich. Ja, würd 8 hier schon mal. Ja, 8. Okay. Behalt. Lass ich. Das sind 13. Ja, 2. Und meine 2, hast du die auch mit? 15. Okay. Und das dann nochmal 19. Gegen was kämpfen wir überhaupt? Ach, gegen das Ding. 19. Das heißt. Ja, du noch, oder? Ach ja, stimmt. Ich darf ja auch noch. Ich überlege, ob ich überhaupt mitkämpfen soll, aber ich mache das jetzt einfach. Ja, warum nicht? Du stehst da. Ja. Und eine 5. Hey, jetzt bloß ein Pasch. 7 sind 26 gegen... Gegen 6, gegen 12. 12. Er ist tot. Mehr als tot. Also, Erzähler geht einfach also 4. 4 Sachen zum Verteilen. Töte geht nicht. 4. Wie viel Gold hast du denn bereits? Also, ich habe jetzt 11. 11. Und davon kannst du wie viel Stärkepunkte kaufen? Der ist fast 11. Voll. Der ist fast voll. Zieh 2 ab, weil du musst den Falkenfecht noch kaufen. Also mit dem Gold, was ich jetzt habe, hätte ich 14. Okay, das heißt, wir geben das Gold an die, wo wir es brauchen noch. Ja, wer braucht es denn noch? Also wenn ich den Falken nicht kaufe. Also ich gehe sowieso noch zum Helm kaufen. Ich würde sagen, ich nehme noch Stärke mit. Ich habe ja wieder mal nichts zu tun, also von daher mir ist das egal. Gut. Aber du bist dran. Ja. Und du tust aber nichts, ne? Nö, ich spiele mit dem Wartrag nochmal. Ich habe schon Sitz beigebracht. Ich laufe dann halt mal rüber. Mein Feld. Und das du gleich, läufst rüber. Das gleiche tue ich auch. Ich auch rüber. Und ich trigger. Du läufst auch rüber. Und es wird getriggert, also Kampf. Ich wäre bei 3. Ich wäre bei 1 weiter hinten. Was? Ich wäre 1 weiter hinten. Warum? Weil ich nicht so weit gelaufen bin. Du warst hier. 1, 2. Kampf? Nee, hier hinten stand ich. Mhm. Er war da. Hä? Dann stimmt jetzt irgendwas gar nicht. Da ist einfach nur so zurück, jetzt müsste wieder stimmen. Okay. Jetzt passt. So, und ich trigger den Kampf. Wo sind die schwarzen Würfel? Hier. Die rühre ich jetzt aber nicht an. So, okay, mal. Ich mach 2 Zwölfer raus. Mit Sicherheit. Behalt. Behalten, okay. 7. Dreh um. 13. 7. Also 14 insgesamt. 14. Ja. So, jetzt wird's lustig. Boah, 5 ist 19. Halten, hä? 25 und 28. Mach ich's halt. Okay, wir haben kein da... Kein Pasch, nur kein Pasch. Wir haben da was, 10 plus, mach. Wie viel haben wir jetzt? 28 hast du gesagt? 28. 12. 12 plus 22 sind 6 Schaden, also ist der fast tot. Also müssen wir nochmal. Aber jetzt hat er noch einen Würfel, das ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ja. Roman? Also nochmal eine Stunde für jeden. Rumdrehen?
Ich hab's schon gemacht. Komm, dreh rum. Drei. Drei. Fünf. Acht plus fünf sind 13. Mhm. Plus 6 sind 19 schon wieder. 23. Sind 5, ja. 23. Jetzt auch. Noch kein 12. Ja, gut, das eigentlich stirbt er auf jeden Fall. Ja. Ist jetzt mit einer 12 wirklich tot. Tot. Zur Belohnung ist 6. 6. 6 zur Belohnung. Sollen wir es aufteilen? Wer geht noch zum Händler? Ich würde auch mal was einkaufen. Zweiten Bogen, dann mache ich doppelhändig. Diktiert für nicht. Das ist scheiße, gell? Übel jetzt. Scheiße. Guck mal, wo wir stehen. Guck mal, was wir killen müssen. So, der muss da unten. Ja. Ja, müssen wir Überstunden machen. Ist halt so. Mir tun sie nicht so weh, die dann schon. Mir tun sie nicht weh. Ja, so, mir auch nicht. Weh. Ja, dann. Nicht so. Roman hat halt nur noch drei. Ja, ja, aber warte mal, ich habe jetzt wieder weitergezogen. Ja. Ja, wir haben noch immer noch 6 Gold, was wir noch verteilen müssen. Ne? Ja. Was wäre denn für mich als Bogenschützen sinnvoll von dem Kladderadatsch da unten? Regenschlau. Keine Ahnung. Was bringt das Schild? Du kannst hier für, kannst das schlechte Ereignis gerade weg. Zweimal insgesamt kannst du genau. Weghauen. Oder du kannst, wenn wenn du Willenspunkte verlierst in dem verlorenen Kampf, kannst du das ablocken. Ja. Okay. Sonst eigentlich nicht wirklich was. Trank die Hexe vielleicht noch. Nein, doch, nein. Nicht bei dir. Aber kostet ja 5 Gold, oder? Ja. Für dich nicht? Für dich, für dich 4. 4, weil du ja dieser schlüpferige Jäger bist, der bei der Hexe irgendwie was günstiger kriegt. Nein. Sicher? Ja. Ja. War das nicht nur bei dem einen Ding? Sie mag deinen Bogen. Oh ja, da ist das Ebenholz. So. Jetzt. Wer ist dran? Brandenburg, kriegt eine andere Bedeutung. Das ich hab, glaube ich, ich hab den getriggert. Du hast den Kampf angefangen. So, das heißt, du wärst dran. Also immer noch die 6 Gold, ne? Ach so, ja. Noch. Soll ich jetzt 2 mitnehmen? Gib Phil noch 2, damit er den Falken kriegt. Mhm. Okay, das muss ich aufteilen. Also 2 an Philipp. Genau. 4 übrig. 4 noch übrig. Dann nehme ich noch 2 und Andi noch 2. Warte mal, wir müssen jetzt auch Überstunden machen. Wir, noch, wir können uns auch jetzt in Willenskraft aufteilen. Ja, wir können uns auch in Willenskraft aufteilen. Wir, haben jetzt, wir müssen jetzt wahrscheinlich sowieso Überstunden machen, wie blöd. Also wer, also mir schadet erstmal nichts. Ich brauche dir erstmal gar nicht, ja. Dir, bei dir ist es wurscht. Ach, das war die Lage auf dem Feld. Ich bin eben auch noch 3 weg. Ich würde sagen, dass du... Warte mal. Nee, warte mal, und du? Ich würde sagen, Roman kriegt die Willenskraft. Ja, aber warte mal. Ich muss ich habe noch 2 Stunden. Eins ist darüber ziehen und dann kann ich den schon mit bekämpfen. Das heißt, eventuell, wenn wir den beim ersten Mal wegkriegen... Brauchst du es nicht. Also braucht er... Also ich brauche es nicht, weil ich kann nicht mehr tragen. Bei ihm ist es relativ egal. Solange ich halt nicht ganz runterfalle. Aber ich würde schon auch trotzdem was nehmen. Ich würde sagen, dass das du schon 2 mindestens bekommst. Okay. Dann lassen wir das mit dem Gold. Und dann haben wir noch 2 übrig. Genau. Theoretisch. Ja, dann nimm doch. Nimm du die. Warum? Oder. Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch zum Händler kommt. Ich weiß auch nicht, ob ich zum Händler komme. Nee, ich meine Willenspunkte jetzt. Nicht Gold. Achso, nimm die Willenspunkte. Als Puffer. Wir haben genug Gold jetzt gerade. Na gut. 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 Okay, dann. Also, bist wer hat getriggert? Du bist dran. Ich hab getriggert. Dann ist er dran, ja. 1, 2 laufen, oder? Tschack, tschack. Genau. 1 Überstunde. Dann. 2. Also eine Überstunde. Eine Überstunde. Richtig. 2 abziehen. Tack, tack. Genau. Du, Sascha? Ja, ich musste auch überlaufen. 1, 2, 1, 2. Auch genau das gleiche. Hey, ich schieb mich nicht aus dem Feld. Und bei das mir Feld ist, es, so klein. Bei mir ist es 1, 2 auch überlaufen. Ich bin aber auf 7. Genau. Und ich lauf 1. Ja, so. Und er triggert dann. Genau. Und genau. Ihr beide erstmal eine Überstunde für dich und für mich auch. Und für mich auch eine. Das wird schon richtig haarig jetzt. Theo. 6. 8. 8 sind 16. Mhm. Was machst du denn? 5. Jetzt haben wir eine 20. 21, ja. Nimm halt 25, 27. 27. So, was hat der jetzt? Der 12 und 14. Was habe ich gesagt? 27. Mhm. 4.
Plus 18, 28. 18 und wir haben 22. Das ist ein 9 Unterschied. Dann sind wir bei 3. So, müssen wir nochmal über Stunden machen, aber dann kann man nicht mehr. Wenn wir den jetzt nicht schlagen, dann haben wir noch nicht verloren. Zack. Aber nochmal eine mache ich eh nicht. Du nee. Auch? Dann habe ich nur noch einen Würfel. Du kannst. Kann man aussteigen während im Kampf? Ich glaube, du kannst aussteigen. Ich muss nicht mitkämpfen, oder? Nee, du musst nicht mitkämpfen. Dann willst du aussteigen? Ja, ich meine. Ja, gut, dann steig halt aus und kämpfe nur zu dritt. Ja. Das müssen wir auch hinkriegen. Ja, aber dann kriegst du die Belohnung halt nicht mehr. 4. Ja, aber halt. Das sind 6. Wobei. 5. Was? Soll er nicht doch mitmachen und dann einfach Willenspunkte wiederkriegen? Ja, gut, machen wir es so. Ja, okay. Gut, dann muss ich jetzt halt auch noch eins weiter rutschen. Genau. Ich habe jetzt schon nur noch einen Würfel. Ja, gut, warte, wo sind wir jetzt? Wir haben 4, 6, ich habe 5, 7, das sind 13. Plus 5 sind 18. Ja, halt 22. Haben wir schon was 24. gedreht eigentlich? Wir haben noch nichts gedreht, dann mache ich weiter. Achso. Ja, okay. Wo waren wir? Wo haben wir jetzt schon gegeben? Jetzt hab ich falsch. Also 5 plus 6 sind 11, weil deins war 5. 7. 16, 18 und deins 6 8. Plus 8, 8 plus 18 sind 26. 26, ja. Er darf nur noch mit 2 würfeln. Ja, der ist eigentlich so gut wie tot, würde ich sagen. 14 plus. Ja, 2, 16. Ist tot. Okay, also dann nimmst du die Wilde wieder zurück. Du willst bestimmt 4 Stück, oder? Das passt ja dann. Nimm die 4 Punkte. Und dann haben wir auch 2 Gold übrig, theoretisch. Nee, doch, 2 Gold noch übrig. Dann. Nee, 2 Willenspunkte. Ich würde. Ach so. Also ich würde gerne ja. ein, 2 Willenspunkte ja. nehmen, wenn das ginge. Also oder. Nimm beide. Nimm beide. Gibst du mir 2 bitte, weil ich bin nämlich auch kurz vor der Grenze. 2. Und dafür der Zahl für dich weniger. Ja. Gut. Mach ich nur. Und ja, so nee. Okay. Monster weg, hier weiterfahren noch, oder? Gucken ja, so, kann. Aber jetzt dürfen wir keine Monster mehr killen. Der muss rein, wir müssen der noch, muss wir müssen, laufen. Wir müssen die zwei noch killen, ne? Ja. Ja, und dann müssen wir noch gucken, dass wir... Eins, zwei, und dann müssen wir im letzten Ziel. Tag das Ziel erreichen. Ja, das ist korrekt, aber das ist schaffbar. Wir müssen jetzt den nächsten Tag auf... Warte mal. Wir schaffen also es nicht mehr. Eins, zwei... Wir schaffen es nicht mehr. Tag ist vorbei, dahin, ja? Ja. Und dann beide töten, zack, zack, vorbei. Zack, Spiel vorbei. Komm jetzt, ja. Nee, was? Komm jetzt, ja. Na, erzählt, müssen wir, wenn wir dahin auf das Endfeld kommen, ich meine, Tag vorbei und dann zwei töten, sind wir da oben? Wenn wir aufs Endfeld kommen, dann muss ich das hier vorlesen. Genau. Das ist vorbei. Na, dann kommt ja noch der Endgegner, aber zählt... Wir gucken einfach mal, die Karte ist ja noch verdeckt. Wir dürfen die ja erst umdrehen, wenn wir auf dem Endfeld sind. Das heißt, wir spielen jetzt so lange, bis wir auf dem... Die da liegt. Da steht drauf, Spiel gewonnen, Spiel verloren. Fertig. Spiel gewonnen ist, wenn das hier, wenn wir das geschafft haben, Spiel verloren ist, wenn das passiert ist. Und da ich genau sehe, dass wir die dunkle Magie nicht geschafft haben, haben wir das Spiel verloren. Und wann kommt die dunkle Magie? Wenn wir alle unsere Ziele erreichen. Unsere Schicksale erfüllen. Genau, und es hat eigentlich nur einer das Ziel erreicht. Durch Zufall. Weil wir es machen mussten. Gut. Spiel vorbei. Ist nicht mehr lösbar. Dann ist das so. Aber wir können mal trotzdem mal gucken, was wir eigentlich gehabt hätten. Als wir hätten den dunklen Magier Vakur gehabt. Der wäre hier erschienen. Der hat bei 4 Spielern 14 Stärkepunkte. Also prinzipiell wie ein Troll. Und 7 Willenskraft wie ein... Wie heißt er? Wartrag. Ja, genau, und der hat auch 2 schwarze Würfel am Anfang. Und das Problem bei dem Ganzen ist, der hat noch eine Spezialgeschichte mit den Würfeln. Und zwar, wir dürfen nur mit einem Würfel würfeln. Also statt mit meinen 4 zum Beispiel nur mit einem. Und sollte die Zahl auf der Rückseite, also ich würfel zum Beispiel mal, sollte die Zahl auf der Rückseite kleiner sein als die Zahl, die gewürfelt worden ist, muss ich den Würfel umdrehen. Das heißt, aus einer 4 wird eine 3. Mhm. Das macht das Ganze noch ein bisschen interessanter und spannender. Genau. Und ein bisschen schwerer. Das heißt, da wäre es dann eigentlich schon der richtige Ansatz gewesen, wenn Phil da massiv Stärkepunkte gehabt hätte.
Das heißt, dahingehend war der Ansatz eigentlich, ihm das Gold zuzuschachern, schon ganz gut. Aber das Problem war halt, dass wir erst gegen Händler aus... Wir haben halt, durch dass wir mal zu viert gekämpft haben, auch das Problem, dass wir sehr viel Zeit verloren haben. Ja. Hätten wir gleich gesagt, okay, lass doch die Stärke jetzt einfach doch eintauschen, auch wenn es jetzt ein 2-1 Umtausch ist statt einer 1-1, hätten wir vielleicht mit zwei oder drei Charakteren hier einiges reißen können, der Rest hätte halt sich darum gekümmert, dass der Rest hier passiert. Hm. Hätten wir vielleicht noch viel Zeit sparen können. Ja. Andererseits, die Hexe wurde sehr schnell gefunden für ihn. Mhm. Gut, Runen hatten wir jetzt auch nicht groß gehabt, die lagen auch recht weit weg noch. Naja, du hast die sind wir nie gekommen. Ja, ja, die waren auch direkt bei mir am Anfang. Aber wir sind nie darüber gekommen. Hm. Ja. Hätten wir hier denn noch ein positives Ereignis gekriegt, wenn wir jetzt da drüber gelaufen wären? Was wär? Ah, es wäre ein Schild gekommen. Also schlecht. An diesem Tag kann keine 10. Stunde gemacht werden. Legt diese Karte oberhalb des Überstundenbereichs der Tagesleiste. Am Ende des Tages wäre nicht schlimm. So schlimm wäre es nicht gewesen. Wir hätten jetzt zum Beispiel da nicht kämpfen können. Ja, ja gut, wir hätten aber auch hier nichts übrig lassen können. Der eine stand ja hier. Ja. Und die hätten sich dann gegenseitig direkt reingepusht und wir hätten noch den reingelassen dann. Vielleicht hätte man echt sagen sollen, der Große läuft noch rein und der läuft noch rein und wir hätten uns dann halt nicht hier um den gekümmert. Dann, das wäre halt genau dieser eine gewesen. Ne? Ich weiß nicht, ob wir es nicht doch, weil uns ist die Zeit ausgegangen. Ja? Wir hätten noch zwei besiegen müssen. Ja, und wir waren schon am Tagesende. Noch mal Tag, ne? Ja, bloß nochmal einen Tag. Wäre schon recht knapp gewesen. Also das hätten wir... Ja, hätten wir nicht geschafft. Wir hätten ja vorher, hätte ja dieser dunkle Magier auftauchen müssen. Wir hätten den besiegen müssen, bevor er auf N kommt. Ja. Und ich vermute mal, wenn wir den besiegt hätten, wäre der Erzähler auch eins weitergezogen. Ne? Wir können mal die Story-Card jetzt mal lesen, was eigentlich da ist. Also die Legende nahm ein böses Ende, wenn die Burg nicht verteidigt wurde oder der Endgegner der dunklen Magie nicht besiegt wurde. Und der war nicht mal da. Gewonnen hätten wir, wenn wir den besiegt hätten, ja. Ja. Hier steht jetzt nochmal so auch kein Tipp drauf, wie man... Aber ich muss echt sagen, dieses Szenario, das dritte Szenario, ist wirklich komplett zufällig. Komplett. Mhm. Ja, allein am Anfang stellen, ist der Gegner. Genau. Damit, ne? Mhm. Also das erste und zweite Szenario, das war ja noch komplett vorherbestimmt, was wo passiert und wann und wie und was. Mit ganz kleinen Zufallselementen, aber die waren jetzt nicht so schlimm. Das Gute wäre gewesen, wir wären sowieso alle da hinten gewesen, ja? Um den Großen zu besiegen. Und dann wäre da auch gleich der dunkle Magier gewesen, um den auch zu besiegen. Ich weiß es nicht genau, wo uns lag. Also entweder lag es natürlich daran, dass wir uns zu viele um diese Scheiße da drüben gekümmert haben und dass wir uns einfach nicht genug aufgepowert haben. Ich denke mal, das ist... Es war eine Kombination aus allem. Und oder ob dass die Karten, die wir einfach bekommen, einfach gerade so zusammen funktioniert haben, dass wir einfach dort vor der Wand gestoßen sind. Kurze Frage am Rande, ja. Warum sollten wir drei Bauernplättchen rauslegen? Ich gehe mal von aus, dass es da noch eine Karte gibt mit Bauern, oder nicht? Ich weiß es nicht. Oder hier, unten drunter, ich weiß es nicht mehr. Nee. Können wir jetzt mal aufdecken? Ich weiß es nicht mehr. Oder keine Ereigniskarte, können wir was Bauern nehmen? Ereigniskarte gibt es noch, glaube ich. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob es überhaupt eine Karte mit Bauern gibt. Ich glaube, eine Ereigniskarte gab es. Die gab es nicht. Ja, nun ja. Naja, okay. Kann auch passieren. Also ich habe das Szenario schon mal gespielt gehabt, das ist aber schon ein Jahr her circa. Und hast du es gewonnen? Wir haben es damals gewonnen, wir haben es zu zweit gespielt mit vier Charakteren. Aber wir hatten nicht so eine Ansammlung gehabt. Ja gut, wir hatten hier, das kam relativ geballt und dann mit dem Überspringen und so weiter, dass sie dann auch relativ schnell da rangekommen sind, ist halt so, ne? Kann man nichts machen. Aber da haben wir uns auch mehr aufgeteilt. Also da ist wirklich einer, also ich kann mich erinnern noch, dass der Zwerg recht schnell seine Stärkepunkte da unten gesammelt hat. Er hat es sogar geschafft, hier einzukaufen. Und wir hatten am Ende dann auch wirklich dann zwei Charaktere, die fast voll waren. Hm. Ja, so haben wir halt viel Geld sammeln lassen und das hat er jetzt alles im Geldbeutel mit rumgeschleppt, aber nicht einsetzen können. Nein, das war ein Fehler. Ein großer Fehler. Gut zu wissen. Tja. Ja. Jetzt ist halt dann die Frage, ja, wollt ihr, dass wir das nochmal spielen? Sollen wir die Legenden weiterspielen oder sagt er, ja, gescheitert, Legenden sind vorbei? Also wir können die dritte nochmal spielen, solange bis wir es schaffen.
Ja. Wir können 50 Videos, bis wir es geschafft haben. Ich hoffe, ihr erstickt oder wir spielen bei der vierten Legende weiter. Es sind noch zwei übrig, die 4 und die 5. Und die 6. ist, glaube ich, leer zum Beschriften. Oder? Ja, aber dann gibt es ja noch die Erweiterung. Richtig, die kommt ja noch. Und dann gibt es noch eine, die kommt jetzt Ende des Jahres. Ja, die 6. Legende ist leer. Ja, ist einfach leer. Also, wie gesagt, schreibt es in die Kommentare rein, was ihr wollt. Sollen wir es nochmal versuchen oder sagt ihr, na, überspringt halt, ihr seid zu blöd dafür. Je nachdem. Wie auch immer. Ja. Also, dann bis zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Bis dann. Tschüss.